Zeit, Frieden. Das war das Motto dieses 65. Festival junger Künstler Bayreuth. Das Festival, das von sich sagt, wir sind in Bayreuth zu Hause und in der ganzen Welt. Das 65. Festival junger Künstler Bayreuth steht unter dem Generalthema Kultur, Krisenzeit, Frieden. Und es zeichnet sich dadurch aus, denke ich, dass wir uns auf die Suche nach dem Frieden gemacht haben. Der Frieden kommt, Immanuel Kant sagt das auch, nicht von selbst. Er ist ein Gebot der Vernunft, er muss gesucht werden. Wir haben uns auf die Suche gemacht in der Musik, bei einem Symposium, in Gesprächen und auch in uns selbst. Höhepunkt hier war das Requiem for Peace, komponiert von Larry Nickel, einstudiert von Fred Schöberg für großen Chor und Ensemble. Jedes Jahr vereint Bayreuth in seinen Mauern ca. 300 junge Menschen aus aller Welt, aus ca. 40 Nationen, welche nach Bayreuth kommen, um für sich, für ihre Kunst, für ihre Arbeit mehr Internationales hinzuzulernen. Und sie sind demzufolge für uns Botschafter für Bayreuth, für Bayern und für ganz Deutschland. Well, German music is a huge part of Occidental music, of classical music. It's impossible to be a musician and not play German music. Alors, je suis contrebassiste et c'est d'autant plus important pour moi d'être là. Enfin, c'est une chance parce que quand on est contrebassiste, la musique allemande est vraiment très très chouette à jouer parce que la contrebasse. A une place très importante dans la musique symphonique allemande. Et donc je suis très heureuse d'être là et de participer à ce festival. And for me, it was fantastic to be in a youth orchestra with an English conductor, with a French soloist, and inside the orchestra, different nationalities, Portugal, Spain, Italian, France, Canada, Belgium, Macedonia, Turkmenistan, a lot of countries. And German music was universal language between us. So for me, it has been very, very exciting to come to Bayreuth for my first time to work with the young artists here. The standard is very high, and the orchestra is made up of members from very, very different places. So there's a tremendous international feel. So a combination of great music and the international aspect make it very special for me. Das Zusammenspiel von Chor, Orchester, den Chören, die aus aller Herren Länder zusammengekommen sind, der Komponist, der mitgesungen hat, das war für mich ausgesprochen eindrucksvoll. Wir haben es viermal aufgeführt und wir haben jedes Mal gemerkt, wie tief die Menschen davon berührt waren. Von der Botschaft des Friedens, von diesem Aufruf zur Reue, zur Buße, zur Umkehr. Es hat uns allen gut getan, dieses Requiem for Peace zu hören.